eben besonders auf Friedhöfen. Aber, nochmal auf deine Frage zurück, spielt es eine Rolle, wo die Pflanze wächst? Ja, und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen. Also es spielt zum Beispiel eine große Rolle, ob eine Pflanze alleine steht. Weil wenn eine Pflanze alleine steht, dann braucht sie nicht so sehr starke ätherische Qualitäten zu entwickeln, die beispielsweise auch geeignet sind, um anderen Pflanzen klarzumachen, Achtung, an der Stelle wachse ich. Die Pflanze teilt sich auch über Duftstoffe und über ätherische Qualitäten anderen Pflanzen mit. Eine Pflanze, die sehr zwischen anderen Pflanzen steht, muss viel stärker sozusagen um ihren Raum kämpfen, als eine Pflanze, die völlig frei ist. Eine Pflanze, die sehr hoch im Gebirge wächst, hat andere Qualitäten als eine, die sehr gut versorgt, im Grunde genommen immer mit Wasser und Düngemitteln sich um nichts kümmern muss, wenn du so willst. Also hier können Pflanzen, je nachdem, wo sie stehen, auch sehr stark sein oder weniger stark sein. Was ist eigentlich mit psychoaktiven Substanzen? Ich meine, ist es denn, sind das jetzt psychoaktive Substanzen da auch irgendwie beteiligt? Sind manche dieser Räucherpflanzen auch psychoaktiv in irgendeiner Art? Und wie schaut es denn da aus? Also der Lorbeer ist da ein gutes Beispiel, weil über den haben wir gerade gesprochen. Er ist sicherlich nicht in dem Maße psychoaktiv, wie wir es auf der messbaren Ebene bei anderen Darreichungsformen haben. Das gilt für alle Pflanzen. Also beim Räuchern ist einfach eine sehr sanfte Aufnahme vorhanden. Aber im Grunde genommen, Timothy Leary hat mal gesagt, alles ist psychoaktiv, was du aufnimmst, auch eine Pizza oder was auch immer, nur nicht so stark wie andere Stoffe, aber es wird von in deinem Magen, wenn du so möchtest, transformiert, wird umgewandelt, wird teilweise natürlich zur Energieversorgung, aber eben auch zur Erneuerung von Zellen herangezogen und hat von daher immer eigene Qualitäten. Aber ich will das nicht auf diese Ebene reduzieren. Es gibt stark wirkende, auch psychoaktive Räucherstoffe, es gibt bestimmte Pilze, es gibt bestimmte Giftstoffe, die beispielsweise sehr stark auch erlebt werden können. Aber das hat nichts mit dem transformierenden Räuchern zu tun. Das transformierende Räuchern ist eine sanftere Ebene, die in dem Prozess der Entwicklung und eigenen Veränderung einwirkt und es stimuliert. Und nicht so sehr auf der Ebene des Erlebens. Räuchern wird ja auch immer sehr stark mit dem Orient in Verbindung gebracht. Und du weißt schon, was ich jetzt hinaus möchte. Denn dort wird gerade transformiert, was das Zeug hält sozusagen. Ob mit oder ohne Räuchern sei jetzt mal dahingestellt. Aber kurz möchte ich auch, ich weiß ja, die Seite Extravagant, weil das auch jemand im Chat gefragt hat, die ist ja jetzt geschlossen, aber du beschäftigst dich ja dennoch natürlich noch immer mit der Außenwelt. Natürlich. Warum ist eigentlich Extravagant geschlossen worden? War das überholt, das Konzept? War das? Ja, im Moment ist sehr viel im Wandel und diese Auswirkungen sind auf ganz vielen Ebenen sozusagen nicht nur für mich spürbar, sondern hinterlassen auch Auswirkungen. Es wird also eine neue Form eines neuen Podcasts geben, ein neues Format geben. Und dieses Format soll wirklich komplett losgelöst von dem alten Extravagant in Gang gesetzt werden. Und dazu wird es in Kürze auch einige Infos geben für all diejenigen, die sich eingetragen haben. Okay, und nun gut, jetzt schauen wir ins Äußere. Vielleicht bevor wir ins Äußere schauen und du den eleganten Schwunkner in den Orient vollziehst, ich habe noch eine Pflanze, die ich gerne nennen möchte. Ja. Und zwar ist das Rosmarin. Rosmarin ist nämlich auch eine ganz tolle Pflanze, die ich unbedingt benannt haben möchte. Ist eine sehr, sehr aktivierende Pflanze, hat sehr, sehr viel Feuer, ist sehr nervenanregend. Du kannst sagen, der Beifuß zum Beispiel ist sehr beruhigend, aber Rosmarin ist sehr anregend, hat sehr viel Wärme, bringt auch das Herz in Gang, herzwärmend und ist vor allen Dingen etwas, wenn man ein bisschen kraftlos ist und wenn man blockierte Bereiche hat, dann kann man sehr, sehr schön mit Rosmarin arbeiten. Ich würde aber jedem Einzelnen hier abschließend empfehlen, geh langsam vor, such dir einen Stoff aus, experimentiere ein bisschen, gib den Dingen etwas Zeit und ich sage es nochmal, du kannst nicht räuchern, ohne dass was in Gang kommt. Es kommt eine ganze Menge auf diese Art und Weise auf einer ganz ursprünglichen Ebene in Gang und das wirst du spüren. Kurz bleiben wir jetzt doch noch
bei den verschiedenen Arten des Räucherns. Jemand meint da Ultraschallvernebelung von 100%ig reinen Naturräucherpflanzen. Ist das auch, fällt das auch unter Räuchern oder da fehlt ja eigentlich das Feuer? Ne? Ja, da fehlt, genauso ist es. Also wenn du das mehr auf der alchemistischen Ebene betrachtest und nicht so sehr auf der physikalischen, modernen, wissenschaftlichen, dann ist genau dieser Aspekt derjenige, der fehlt. Und Feuer ist einfach der Transformator, wenn du so möchtest, die stärkste, die unmittelbarste Transformation. Und von daher ist es einfach etwas anderes, was passiert. Das kann sicher sehr wirksam sein in einer bestimmten Ebene, aber es ist was anderes. Okay. Jetzt einmal kurz einen Blick in den Orient. Also ja, in Ägypten, da sind wieder einmal Artefakte aus dem Museum gestohlen worden. Es sind jetzt Proteste in ganz Arabien. Also heute, kurz bevor ich dahergegangen bin, ins Studio, Al Jazeera war voll damit. Also Irak-Demonstrationen, teilweise auch mit Ausschreitungen im Jemen, Saudi-Arabien, natürlich Libyen, ein völliges Chaos. Was sagst du denn jetzt eigentlich zu dieser Groteske dort? Also ich möchte jetzt gar nicht auf diesen Herrn Al-Gaddafi eingehen, aber was sagst du zu dem Ganzen? Ja, es sind die Veränderungen, die jetzt auf allen Ebenen eben sichtbar werden, im Kleinen, im Sinne von kleinen Skandalen, die wir überall sehen können, von der Fleischindustrie bis zur gefälschten Doktorarbeit, die aber natürlich auch im ganz großen Stil zu betrachten ist auf der Ebene, auf der menschlichen Ebene, jetzt beispielsweise dort in diesen Ländern, wo einfach diese Form von Kontrolle und Unterdrückung nicht mehr in dem Maße funktioniert. Und das passiert, wie wir sehen können, wirklich in Form eines Flächenbrandes. In Wirklichkeit aber ist es so, man könnte sagen, der 100. Affe, der erwacht im morphogenetischen Feld, wo die Dinge dann ganz schnell auf unterschiedlichsten Aspekten spürbar und sichtbar werden. Und jetzt kannst du auch, wenn du es aus der Ebene der Vernetzung betrachtest, sehen, wie auch diese Vernetzung, ähnlich wie bei den Nervenzellen, jetzt dazu führt, dass die Zellen miteinander Informationen austauschen und Facebook, Twitter und all diese Dienste spielen eine große Rolle in diesem Zusammenhang und sind sehr symbolisch. Viele Menschen befürchten beispielsweise, dass diese ganzen Verbindungen ausgespioniert werden können, dass man es missbraucht und dass man kontrolliert wird. Natürlich passiert das, genauso wie das Internet in den Anfangszeiten sicherlich einen ganz wesentlichen Aspekt hatte, als Kontrollmedium zu wirken. Aber auf einmal merkt man, diese Dinge verändern sich und so verändert sich auch das dort. Und ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, es kommt jetzt eine neue Form von Demokratie und es wird sich in neuen politischen Stabilitäten dann dort nach westlichem Vorbild organisieren. Nein, es kommt eine grundsätzliche Veränderung in Gang und die hört nicht im Orient auf, sondern die können wir im Griechenland schon sehen, die gibt es in China, die gibt es auch in Zentralafrika und die wird es bald in Frankreich geben und die wird es in Spanien geben und die gibt es überall und es kommt unheimlich viel in Gang. Was glaubst du, kommt da in Gang? Ich meine, also du glaubst jetzt, das glaube ich auch nicht wirklich, dass es da einfach nur um mehr Demokratie und Freiheit geht. Natürlich, aber glaubst du, dass sich da wirklich qualitativ was ändert und dass vielleicht die Demokratie in der Form, in der wir sie betreiben, wohlgemerkt, doch nicht ganz der Weisheit letzter Schluss ist. Glaubst du, dass das? Da bin ich ganz sicher, was du gesagt hast. Es ist diese Form von Demokratie, wie wir sie betreiben, ganz sicher nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Im Gegenteil. Und das ist auch sicherlich nicht das, wo es hinführt. Ich glaube nicht, dass die Dinge jetzt kontrolliert in eine Richtung führen, die man beschreiben kann, sondern dass sie sich stellvertretend stehen für eine Veränderung und für ein verändertes Bewusstsein und ein Gefühl der Freiheit, das in den Menschen ganz, ganz stark einfach auch nach Ausdruck ruft und immer mehr Menschen auch bewusst macht, dass wir in einem System der Unterdrückung leben an ganz vielen Stellen. Natürlich wir sehr viel komfortabler hier als die Menschen irgendwo in Afrika, gar keine Frage. Aber auf bestimmten Ebenen gibt es sehr viel Parallelen und diese Wut und diese Zorn und dieses Ende der Kontrolle an ganz vielen Stellen ist das, was jetzt seine Schatten vorauswirft. Ja, der Ausgang ist glaube ich sehr ungewiss. Also wo glaubst du, geht denn das jetzt hin? Ich meine, du hast gerade angedeutet, ja, es wird wahrscheinlich neue Formen des Zusammenlebens werden entstehen. Aber kannst du es irgendwie genauer beschreiben, was du dir darunter vorstellst? Ja, ich kann dir ein paar Hinweise geben.
In unserem ganzen System, in dem wir uns jetzt hier befinden, und dann nehmen wir, ich glaube, sinnvollerweise besser Europa als Beispiel her als Afrika, weil uns das einfach vertrauter ist, kannst du einfach sehen, dass die Entscheidungen immer weiter entfernt werden von demjenigen, der von diesen Entscheidungen betroffen ist. Also es wird irgendwo in Belgien, in Brüssel, in einem Land, das keine eigene Regierung hat übrigens bei der Gelegenheit, schon seit fast einem Jahr inzwischen, in einem Land wird etwas entschieden, was dann hier die deutschen Bauern betrifft, was für Kartoffeln sie anbauen dürfen und was passieren soll. Es wird immer mehr Kontrolle auf eine zentralisierte Art in Gang gesetzt, die allen eigenem Verständnis widerspricht und uns immer mehr abtrennt von einer natürlichen Ordnung. Und du hast vorhin davon gesprochen, dass es eben auch Pflanzen nicht mehr zu kaufen gibt. Und genau das wird uns ja immer mehr vermittelt, dass wir Kontrolle brauchen, dass die Chemie sicher und die Natur gefährlich, dass die Organisation durch Regierung Freiheit bringt und unsere eigene Qualität, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, unsicher ist. Und diese Art der Entfremdung, das ist meine Überschrift dafür, diese Art der Entfremdung wird einfach an dieser Stelle jetzt nicht mehr geglaubt. Sie funktioniert nicht und führt wieder sehr viel stärker, wirft uns zurück und bringt uns damit, unsere eigenen Qualitäten zu vertrauen, unsere eigenen Qualitäten zu entwickeln und nicht uns auf diese Art und Weise fremdbestimmen zu lassen. Wozu das führt in der äußerlichen Form, also wie das dann nachher, in was das mündet, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, in ganz andere Formen, als wir sie jetzt heranziehen können. Es wird keine Form sein, die vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt in den letzten 100 oder 200 Jahren erlebt haben und heranziehen können. Weder ein kommunistisches, noch ein demokratisches, noch ein sozialistisches System wird es sein, da bin ich ganz sicher. Das ist aber schon spannend, dass also seit, Jahrzehnten manche auf und auf hüpfen und sagen, 2012 kommt die Transformation mit der und die Sonne ist wahrscheinlich da irgendwie beteiligt. Gut, das ist jetzt ein bisschen neuer vielleicht. Und dann kurz nach, oder eigentlich genau in der Zeit, wo die erste größere Solareruption dieses Zyklus passiert, Nummer 24, glaube ich, ist es, geht eine. Ich muss wirklich sagen, ich habe ja doch sehr viel immer von der arabischen Welt mitbekommen und sehr viel auch, also ich habe auch mit meinen Eltern einmal 2 Jahre in den Emiraten gewohnt, dass ich noch in die Volksschule gegangen bin, in den Vereinigten Arabischen Emiraten nämlich, wo es bislang noch relativ ruhig ist. Aber ich habe natürlich, ich war im Irak auch zu Besuch als Teenager bei meinen Verwandten etc. Ich habe ein bisschen mitbekommen, wie die Mentalität ist. Ja? Also man ist eigentlich sehr obrigkeitsgläubig, glaube ich, im Orient. Man möchte irgendwie eigentlich möchte man einfach seine Ruhe haben von der Obrigkeit und möchte sie, solange das irgendwie läuft, im Prinzip schert sich keiner drum. Es ist ja nicht so wie bei uns, glaube ich, dass da diese Angst immer davor ist, sondern man möchte einfach in Ruhe gelassen werden eigentlich und schaut, dass man sich irgendwie möglichst gut arrangiert. Das ist so mein Eindruck. Ja, in jedem Fall, dass also so ein Aufstand passiert, ist. Ich war wirklich geschockt. Ich bin so da gesessen und habe mir so die Bilder angeschaut auf Al Jazeera etc., CNN und war wirklich, ich habe das nicht einordnen können und ich finde es wirklich spannend, muss ich sagen, dass das tatsächlich jetzt also eine nette Koinzidenz hat. Ja. Und auf das möchte ich auch noch kurz zu sprechen gekommen. Die Sonne ist ja jetzt wieder aktiv. Ich meine, als erstes, vielleicht glaubst du, dass da eine Verbindung sein kann, existiert, oder ist das einfach absolut, nur völlig absolut zufällig? Für mich ist das zweifellos so. Denn in letzter Konsequenz ist die Sonne natürlich ganz wesentlich für all das, was hier auf der Erde passiert, wenn du so möchtest. Einmal auf der rein physikalischen Ebene kannst du das an vielen Stellen eben natürlich erklären. Würden keine Pflanzen wachsen, es würde all das nicht funktionieren, was wir brauchen, um unser Leben in dieser Form eben führen zu können. Und dann haben wir natürlich einen Austausch, der, wenn du so möchtest, aus der esoterischen Betrachtungsweise herauskommt, dass wir miteinander verbunden sind und natürlich eben ein Teil des Ganzen sind. Und die Sonne